Wunderschön. Was ist mit dir? Ah, ich will nicht mit dem Bus fahren, ich werde reisekrank. Aber wenn ich nicht mit dem Bus fahre, komme ich nicht pünktlich zur Arbeit. Das hört sich hart an. Ach ja, traurig. Das ist schwierig. Sieht immer noch verdächtig aus. Der ganze Ware. Okay. Ich werde mir ja schnell umschauen, ob noch irgendwas ist. Zum Reden. Irgendwas sich verändert hat. Der da zum Beispiel, der war glaube ich vorher nicht da. Jeder im Kanalbezirk verkaufte Schuhe ist wasserabweisend. So kannst du deine Lieblingsschuhe auch an Regentagen tragen. Deine Stiefel sind unglaublich. Wo hast du sie gekauft? Außerhalb des Kanalbezirks. Wirklich? Ich wünschte, ich hätte so ein paar. Es gibt so viele gute Designs da draußen. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ich bin neidisch auf jeden, der den Luxus hat, wählen zu können. Cool. Was mit dir? Ah. Dieser neue Drohnenschirm ist unglaublich. Es ist ein Regenschirm, den Mensch nicht halten muss, weil er schwebt. Die neueste Technologie ist erstaunlich. Wurde von der Amaterasu Corporation gebaut? So, so. Natürlich. Und nicht nur Regenschirme, Amaterasu tut viel, um unser Leben zu verbessern. Ich schätze, es ist nur natürlich, aber einige Leute sind Amaterasu tatsächlich dankbar. Ja. Ja, ist so. Da oben steht einer. Hallo? Oder eine? Verzeihung? Ich liebe es zu lesen, aber hier regnet es immer, weißt du? All die Feuchtigkeit beschädigt Bücher sehr schnell. Der Regen verursacht alle möglichen Probleme, hm? Aber die Sonne kommt nicht raus, also bekommen wir wenigstens keinen Sonnenbrand. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, möchte ich meine Bücher pflegen. Vielleicht gehe ich heute früher nach Hause. Sehr schön. Immer schön, einen weiteren Buchenthusiasten zu treffen. So, hier drüben steht noch wer. Oh. Es soll im Doya-Distrikt eine Anti-Regierungsorganisation geben. Ich verstehe, warum einige da mitmachen wollen. Standing. What the fuck? This is great. Neko Standing. Oh, Katze steht. Neko Standing. Geil. Okay, was meinst du? Amaterasu kümmert sich um die Menschen, aber die Isolation schränkt unsere Wahlmöglichkeiten ein, oder? Deshalb fühlen sich hier so viele Menschen eingesperrt. Ich habe definitiv nicht den Mut, mich gegen sie zu stellen. Oh, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Der. Ja, ja, ja. Da ist es, der Verkaufsautomat. Also, Kamera einstellen. Hält die da oben auch? Das sieht so auffällig aus irgendwie. 5. Okay. Sehr schön. ちょっとコードの問題かな。ちょっとこっちで調整してみるから、その間少し待機しててくれる？ああ、klar。わかりました。吹雪さん、次の指示があるまで待機みたいです。保安部に見つからないように少し離れていましょう。 はい、わかりました。 Sehr schön. Hier ist eh nichts. Das ist die natürliche Absperrung. Okay. Wenn du das sagst, Yuma. Ganz auffällig eigentlich da unten. Na gut. Fragst sie nach ihren Hobbys. Über das Wetter, über die Familie, über Detektive, über nichts Besonderes. Die Familie. Also in den Tipps stand, dass die Clockford-Familie irgendwie unglaublich wichtig ist für das Weltgeschehen, weil sie irgendwie Kalender und sowas verwalten, die Daten, keine Ahnung, also ich, und ich bin so, okay, how does that work, I don't know. Ja, okay. Ja, genau, das
Das stand in den Tipps eben auch drin, so. Wie funktioniert denn das überhaupt? Ändert sich die Zeit ständig, dass du immer jemand brauchst, der sich darum kümmert? Komisch. Na, Mahlzeit, Prost, wenn die das übernimmt. お屋敷でじっとしているより外の世界を見て回っている方が楽しいって。だからしばらくは冒険家兼探偵のままでいると思います。 Ja, bist ja noch jung. Gut, über nichts besonders. Ja, die Detektive, erzähl doch mal. Fubuki-san,はどうして探偵に?恥ずかしながら 最初は親の言いつけでした。探偵というものは何かもしれませんし。Ganz ehrlich, deswegen solltest du dich nicht schämen. Dass du irgendwas weißt, würde mich überraschen. ほとんど追い出されるような形で家を出ました。そして、すぐに世界探偵機構に入りました。これも親の命令に従っただけですけど。それで小探偵になることができたんですか? Wie hat die das hinbekommen mit den Prüfungen? Ich glaube, die hat das gar nicht mitbekommen, oder? Die Frau macht einfach, die denkt nicht groß nach. Was irgendwie ein schöner Charakterzug ist, das ich wünschte, den hätte ich auch. Ich überdenke immer viel zu viel. もっと未知の世界を見てみたいと思ったので、冒険家になろうと決めたのです。それで冒険家を名乗っているんですね。はい。未知の世界を探求するなんて、こんなにワクワクすることが他にあるでしょうか。ですが、探偵業をおろそかにしているわけではないでしょう。無理して。Niemals。未解決の真相を探ることと。Sie muss ja irgendwas. Irgendwas haben. Sie muss ja irgendwie gut sein, sonst wäre sie kein Meisterdetektiv geworden. So frustrierend sie auch ist. Na, das freut mich, dass ich helfen konnte. Naja, danke. Über das Wetter. Ame, yamimasen ne? Yuma-san, Ame wa okirai desu ka? Ja, ihr habt eben auch Regen schon, aber nicht, wenn er 3 Jahre durchgehend geht. Amari suki ni wa naresou ni nai desu. Ich persönlich mag Regen ja gerne, aber er muss auch nicht ewig andauern. Also, es muss immer ein schöner Wechsel stattfinden, finde ich. Ame dake ga umi no sonzai wo souzou sasete kureru mono deshita. Diese Logik ist unbestreitbar. Das Meer ist aber salzig. Regen, der von oben fällt, ist eher Süßwasser, oder? Ich meine, da sind so viele Abgase drin, ich weiß gar nicht mehr, was Regen heutzutage enthält. Warum alle immer das Meer so interessant finden? Ich mag das Meer nicht. Ich bin kein Meermensch. So ist die Bibel also entstanden. Diese Logik. Nein, ich meine, es ist ja nicht komplett weit hergeholt. Ich meine, wenn du es. Wir wissen es heutzutage natürlich besser. Aber damals, ja, naja, es ist eigentlich logisches Denken, oder? Du hast 1 und 1 zusammengezählt und bist so, naja, da muss ja irgendwie, muss ja Wasser da oben sein. Es kommt ja auch Wasser von oben runter. Und der Himmel ist blau und Wasser ist blau, also? Oder? Meiner Meinung nach, also ich finde, das ist eigentlich logisches Verständnis. Aber wir wissen halt heute mehr durch Wissenschaft und sowas. Also, naja. Das ist halt die Denkweise eines Kindes. Hm.
Zeit ist Gewitter? Ich glaube, Zeit ist Geld. Ja, okay. Ah, das macht mehr Sinn auf Japanisch. Wir könnten eh den Bus nehmen, aber wir sind gleich hier, deswegen lohnt sich das eigentlich gar nicht. Uiuiui. What the fuck? Für alle Krebse draußen geben sie einfach auch viel Glück im nächsten Leben. Was ist das denn? Ich glaube, die sind schon hier. Ja, aber zuerst kann ich mit irgendjemandem reden. Hier oben ist ja auch jemand. Da, was Neues zu erzählen. Meine Schulbesuchserlaubnis. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Okay, da kann ich nicht rein. Du willst ja nicht versuchen, wieder in die Akademie zu kommen, oder? In diesem Aufzug? Ja. Natürlich nicht. Ich wollte nur kurz reinschauen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich glaube, da wird nichts Neues sein, weil das hier auch... Hallo? Okay. Ist komisch. Okay. Gut, da ist nichts Neues. Dann bringen wir einfach die Kamera an. Ich wurde ausgerufen. Die wird seit 3 Jahren ausgerufen. Die steht immer noch hier. Wenn du fortfährst, ist es nicht mehr... Okay, warte kurz. Dann überprüfe ich nochmal schnell alles. Ja, wir haben alle Nebenaufgaben erledigt. Es gibt nichts mehr wirklich was zu tun. Wir machen einfach weiter. Das ist so auffällig da oben. Entschuldigung. Das sollte funktionieren. Vor allem ist die festgeklebt oder... Weil... Da brauchst du nur einen kleinen Windstoß und fupp, ist sie weg. Die Schleife sehr süß, die sie hat. Die, Fubuki? Ich danke dir. この亀田が保安部の不正を暴くのに役立てばいいですけど。その通りだね。これが平和への第一歩だと信じてるよ。あとは処置に任務完了の報告をするだけだけど、他の話もあるだろうから。君から直接伝えてくれる？klar。君から直接伝えてくれる？klar。37.564だよ。それじゃよろしく。周波数？お客。ああ。 Der Regler. Ja, hoffen wir, dass er sich auch wirklich dran hält. Das stimmt, wir haben immerhin Fubuki wieder gefunden. Hoffentlich finden wir unsere Kollegen auch bald wieder. Was? Warte. Das Armband? Warte, sind das... Was? Oh mein Gott! Ich wusste doch nicht, dass das die Bombe ist. Oh mein Gott. Ich verstehe es nicht, aber es klingt witzig. Los geht's. Ich bin verwirrt. Sind diese Kameras etwa Bomben? Oh mein Gott! Haben die mich etwa verarscht? Ich sag doch, ich bin zu naiv. Ich werde immer verraten. Es ist mir schon
Ah! Why? Hä, was für ein Krach. Oh, Scheiße! Ah, ich muss da rüber. Ja, er sagt, ich weiß, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Ah, kann ich da rüber so? Weil da stehen Leute. Wie gruselig. Ja, okay, da kommen wir nicht durch. Oh Gott. Da komme ich auch nicht durch, oder? Oh je. Ah, mein Rücken. Also, das da. Ich denke mir schon. Oh, verdammt, die stehen ja alle im Weg. Ich komme nicht hinüber. Okay, alles klar. Wir müssen so laufen. Hui, noch ein Vorfall. Oh mein Gott. Wissen Sie etwas? Es gab eine Explosion. Was machen die Friedenswächter überhaupt? Oh mein Gott. Warte mal, da vorne irgendjemand zum Reden. Na, mal überprüfen. Oh nein. Hallo. Ich habe Angst. Okay. Ah. Hier jemand. Oh je, ist jemand gestorben? War das ein Terroranschlag? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. やっぱりさっきの爆発音はこれだったのか。公衆電話が爆発するなんて充電のしすぎでしょうか。周囲に被害者はいないみたいだ。不幸中の幸いだ。店の着信。君が耳にした音は単なる爆発音ではない。 Was stimmt denn mit euch allen nicht? Ich will mit dieser Scheiße nichts zu tun haben. Oh Gott. Saban-san, kikoemasuka? Saban-san! Shachi-san, outoshite kudasai! Ima kara Kanaiku ni hibiki wataru no wa kakumei e no kyousou kyoku de aru. Ich bin verwirrt. Weil der Dingens hat ja gesagt, wir sind Rebellen, aber keine Terroristen. Oh. Oh mein Gott! Ich wusste das doch überhaupt nicht. Übrigens, ich wollte es nicht sagen. Aber ich war so, wie der Countdown war und sie bei der Akademie war, ne? War ich so, oh Gott, das, wo die Telefonzelle ist, wo wir das platziert haben, nimm die Dingens mit, die du gerade angebracht hast, dann musst du nur zwei andere besorgen, die verteilt sind. Verstehst du, dass er die letzte noch mitgenommen hätte, wieder abgenommen hätte? Aber. Wieso? Oh Gott. Die zweite war beim Café. Okay. Und die dritte war der Verkaufsautomat. Warum sollte ich irgendwas glauben, was von diesem Ding kommt? Die Leute glauben wohl, nur weil ich ein wenig klein bin, mein Gedächtnis verloren habe und vielleicht ein wenig schüchtern wirke, dass sie mit mir machen können, was sie wollen. Ich bin mega angefressen. Ich mag es nicht, ausgenutzt zu werden. Wenn ich könnte, würde ich diese Bomben nehmen, zu diesen Rebellen zurückgehen, reinschmeißen
bis der Countdown halt auf null ist und dann alle dort in die Luft springen. Ich erschieß jeden dort. Ich bin jetzt wütend. Dann beweg deinen süßen Hintern, Yuma. Ja, leg's einfach ab. Nein, es ist so wie die Omnitrix, die kommt nicht runter. Oh Gott. Ist doch egal jetzt. Was ist der? Wer ist das denn da oben? Sieht aus wie ein Hai. Sieht aus Splatoon. Jetzt fängt sie gleich an, die Nachrichten, die neuesten Updates uns zu liefern. Über die nächsten Maps. Gillamü? Roll? Was? Ach, die Halle. Okay. Aha. Ah, das ist das, was die ganze Zeit in den Tipps kommt, oder was? Die Olle. Mhm. So wirkt er auf jeden Fall. Oh. Full Tank. Geil. Dominik Full Tank. Oh Mann. Die Leute hier. Komm, er ist sehr sympathisch, nicht wahr? Mm. Sehr tiefgründig. Ich frage mich, ob die Widerstandskämpfer wirklich... Aber... Weil das Ding ist, sie haben mir das ja gegeben. Die müssen ja gewusst haben, dass das Bomben sind und nicht Kameras. Oder? Oh Scheiße, jetzt kommt mein Bild auf dem Fernseher. Scheiße! Er schaut so böse aus auf dem Bild. Oh Gott. Ich frage mich wirklich, ob die Widerstandskämpfer da was das waren oder ob sie eben überrannt wurden und weil die Nachricht kam ja nur mit einem Stimmverzerrer oder sowas. Okay. Er hat immer die richtigen Worte offenbar, der Dominik. Ich glaube, das Gesicht... Ich mach mal ein Kreuzzeichen hier. Ja, das sagen sie alle. Ja, aber... Aber das Ding ist... Eben, die Kameras waren ja von Anfang an dann Bomben. Das heißt... Ich weiß nicht, ob der ganze Widerstand so ekelhaft ist, aber zumindest einer wahrscheinlich. Der Techniktyp vielleicht am ehesten, weil er muss ja gewusst haben, dass das Bomben sind und keine Kameras. Das ist komisch. Oder ist uns einer hinterhergelaufen und hat dann die Kameras ausgetauscht gegen Bomben? Ja, ich bin ziemlich verwirrt. Die Zeit vergeht. Naja, sie haben uns schon niedergeschlagen und sowas.
Zeigt auf uns, der Typ da rechts. We gotta run! Na, ich würde lieber als Todesdetektiv sterben. Ich habe noch so viel zu erledigen. Aber wenn unsere Kollegen, unsere anderen Detektivfreunde das sehen, hoffentlich sehen sie es, ja, dann wissen sie zumindest, dass wir am Leben sind, oder? Und dann werden sie vielleicht so sein, okay, ich gehe jetzt auf die Suche nach ihm. Weil die kennen uns ja, die wissen ja, dass wir sowas nicht tun würden. Ja, ne? Einmal sagst du was Vernünftiges. Ja.次の爆弾を解除したとしても爆弾はまだ2つ残っています。いや。今回は60分の猶予がありますけど、次もそうだとは限りません。だから少しでも時間がある今のうちに計画そのものを阻止する行動を取るべきだと思うんです。いや、das ist irgendwie die Idee。依頼人に会いに行きます。ああ、du willst also von この計画を中止するように説得してみます。そんな都合よくいくかな。いや、das wird sicher nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen。Aber gut。冒険に危険はつきものですし、私はユーマさんについていきます。生き残った最後のパートナー同士ですもの。ありがとうございます。sehr lieb von ihr。 Ich glaube übrigens immer noch, dass alle leben. Oh Gott. Wir können nicht Bus fahren. Wir müssen laufen. Sagt er was? Sind die Friedenswächter noch nicht hier? Nö, noch nicht. Bleibt es auch so. Ich weiß nicht, Leute durch Reden zu überzeugen. Oh, warte mal, Verkaufsautomat. Jetzt ist nicht die Zeit, das zu untersuchen. Shinigami hat recht, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was meinst du damit? Es ist immer die Zeit. Nicht die Zeit zu untersuchen. Oh. Musik, die Friedenswächter sind immer noch nicht hier. Gibt's noch wen zum Quatschen hier auf der Karte da hinten? In dem Hotel? Ich rede mal mit den Leuten. Wir haben ja Zeit. Für die Punkte. Hm, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Hey, bist du nicht der gesuchte Terrorist? Nein, das ist ein Missverständnis. Ich bin kein Terrorist. Ich muss dem Friedenswächter einen Tipp geben und diese Belohnung bekommen. Er wird nicht auf mich hören. Ich muss hier weg. Nein. So, in deinem Hotel. Komme ich da rein jetzt? Yo. Mit dem kann ich nicht reden? Doch, aber er ist nicht angezeigt. Du! Hä? Scheinst denn sicher zu sein. Die Stadt scheint in Aufruhr zu sein. Ich schätze, er sieht nicht die Nachrichten. Er hat dein Fernsehdebüt verpasst, Meister. Ich frage mich, wie er reagieren würde, wenn er wüsste, dass ein Terrorist direkt vor ihm steht. Ich sage es noch einmal, ich bin kein Terrorist. Ah, nein, er ist eh auf der Karte eingezeichnet. I'm stupid. Ich quatsche aber immer mit allen Leuten, die mir über den Weg laufen für die 5 Punkte. Ja, so bin ich halt. Was soll ich machen? Hallo. Entschuldigung. Der Terrorist! Lauf weg, Bewegung, meine Füße bewegen sich nicht. Hey. Sie hat gerade angefangen zu reden, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das dann so verpassen. Aber, ich hatte leider schon den A-Knopf gedrückt, also. Ja, ja.
Gegen den Mülleimer gelaufen.